Wir sind mitten im Atlantik, knapp 1400 Kilometer westlich von Lissabon. Hier liegen die neun Inseln der Azoren. Dieses Gebiet symbolisiert für die Portugiesen den Beginn von Abenteuer und Entdeckung im 15. Jahrhundert und führte dazu, dass sie in allen vier Ecken der Welt vertreten waren. Der verlorene Kontinent Atlantis wird oft mit dem vulkanischen Archipel in Verbindung gebracht. Die Azoren sind eines der letzten Paradiese Europas. Für den dritten Stopp der Saison kommt die Red Bull Cliff Diving World Series hierher. Nach Stopps in Frankreich und Dänemark sind die Azoren der erste Bewerb in natürlicher Umgebung. Den Athleten bleibt keine Zeit mehr zur Erholung. Kopenhagen ist erst 7 Tage her. Italien, USA und Wales sind weitere vertraute Stopps. Doch mit Brasilien und Thailand treffen die Athleten am Ende der Saison dann auf Neuland. Vor einer Woche hatte die Cliff Diving Elite ihre Bühne auf dem Dach der Oper in Kopenhagen. 28 Meter hoch und ein perfekter Blick über den Königspalast und die Frederikskirche. 27.000 Zuseher sahen den perfektesten Sprung eines World Series Springers, der je in einem Bewerb gezeigt wurde. Der 29-jährige Artem Siltschenko bekam für seinen Blind Entry Sprung 4-mal die Höchstnote 10. Als ich aufgetaucht bin und die ganzen Zehner gesehen habe, da konnte ich es für 1-2 Sekunden gar nicht glauben. Wirklich eine ganze Menge Zehner für einen einzigen Sprung. Unglaubliche Punkte für einen Cliff Dive. Ich bin überglücklich. Artem macht sich großartig. Wenn er weiter so springt, dann wird es schwer, ihn zu schlagen. Artem Siltschenko, der Mann der Stunde. Klippenspringen ist ein purer und natürlicher Sport. Ab und zu hat Mutter Natur große Herausforderungen parat. Und in der Woche vor dem Wettkampf köchelt Europas Wetterküche ein ganz spezielles Süppchen. Die Bedingungen am Atlantik sind rau. Am Tag vor dem ersten Training macht sich Sportdirektor Niki Stajkovic ein Bild von der Situation. Sicherheit geht immer vor. Der Wind war wirklich stark und der Wellengang dadurch auch ziemlich schwer. Speziell unten an den Klippen hatten wir Wellenberge mit 3-4 Metern und gestern waren sie fast doppelt so hoch. So wie es derzeit steht, ist es für niemanden hier sicher, nicht mal zum Schwimmen. Die Athleten haben sich in der Zwischenzeit für Plan B entschieden. Die ursprüngliche Trainingslocation wurde gecancelt, also trainieren sie im Pool. Immerhin etwas, wenn auch kein Vergleich mit 27 Metern. Man kann das Wetter nun mal nicht kontrollieren. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Damit ich mich wohlfühle, müsste ich mal rauf auf die Plattform. Aber so ist es nun mal. Wir können es nicht ändern, also müssen wir damit zurechtkommen. Am Tag vor dem ersten Durchgang hat noch kein Athlet einen Fuß auf die kleine Insel gesetzt. Der dritte Stopp liegt sprichwörtlich in den Händen von Mutter Natur. Freitag, sehr früh am Morgen, ein ungewöhnlich früher Start für die Athleten. Die Bedingungen sind in der Früh ruhiger, also stehen die Chancen, die kleine Insel vor der Küste von São Miguel zu erreichen, am besten. Ob sie springen können, weiß noch niemand. Diese Entscheidung kann erst vor Ort getroffen werden. Wir starten hier früher als üblich, aber jeder will, dass es losgeht. Wenn es heißt, dass wir jetzt springen können, dann passt das für uns. Der Weg zur Insel ungewohnt ruhig, genauso wie die Stimmung an Bord. An der Location machen sich die Athleten mit der Plattform und der Umgebung vertraut. Endlich nach dem Stress in den letzten Tagen. The t-
Die drei wichtigsten Dinge hier in Portugal sind, dass man erstens hier früher beginnt. Die Jungs sind daran gewöhnt, am frühen Nachmittag zu springen, dann, wenn ihr Körper gut aufgewärmt ist. Man muss sich das in etwa so vorstellen, als ob man einen 100-Meter-Lauf genau nach dem Aufwachen machen müsste. Das ist ziemlich heftig, sie müssten in guter körperlicher Verfassung sein. Ein anderer Punkt, der nicht hilfreich ist, ist, dass sie erst vor einer Woche den letzten Wettkampf hatten und jetzt müssen sie auch noch früher starten. Zum Zweiten hatten wir mit dem Wetter zu kämpfen, speziell die Wellen haben alles verändert. Alles musste verschoben werden, darum haben wir auch diese frühe Startzeit, da das Meer am Morgen ruhiger ist. Die Wellen brechen über den Felsen, was das Wasser ziemlich unruhig macht, wenn die Jungs eintauchen. Durch den Wellengang kann es auch sein, dass einer 2-3 Meter früher und ein anderer 2-3 Meter später eintaucht. Damit während des Sprungs umzugehen, ist echt hart. Die dritte Besonderheit ist, dass hier von natürlichen Klippen gesprungen wird, was wir so gut wie nie haben. Normalerweise haben wir die Plattform, die immer gleich ist. Hier wird vom blanken Fels gesprungen. Man muss weit genug wegspringen, damit man die Klippen nicht berührt. Die Rookies sind dran nicht gewöhnt, die Veteranen kennen das. Aber für die Neulinge wird das eine haarsträubende Sache. Runde 1. Keine gerade und stabile Plattform. Die Athleten springen direkt vom Felsen ab. Um die kleine Absprungstelle zu erreichen, müssen sie sich sogar ein paar Meter abseilen. Es ist gut, mal wieder etwas Neues zu machen. Ich mag das Springen von Klippen. Der Absprung ist komplett anders und man fühlt sich immer etwas unwohl, weil man keine stabile Plattform hat. Das macht schon ziemlich Spaß. Die Punkterichter sitzen im 90-Grad-Winkel zum Absprung und haben so beste Sicht auf die Sprünge. 5 Judges, angeführt von Claudio De Miro, vergeben Punkte von 0 bis 10. Die mittleren 3 bleiben in der Wertung, werden mit dem Schwierigkeitsgrad multipliziert und ergeben so die Punkte. Erfahrung und die Fähigkeit, sich an unterschiedliche Situationen anzupassen, sind definitiv ein entscheidender Faktor für diesen Bewerb. Ich bevorzuge die Klippen mit ihrem Freestyle-Faktor. Natürlich ist es anders als von einer Plattform, aber es macht viel mehr Spaß. Rookie Jonathan Paredes macht sich in seinem ersten Wettkampf vom Felsen richtig gut. Ich hatte einfach nur richtig Angst. Aber jetzt, nach dem ersten Sprung, geht's mir besser. Ich werde versuchen, konstant zu springen und mir einen guten Platz zu sichern. And take a really nice place maybe in the competition. Gary Hunt hat schon 2 zweite Plätze heuer und will hier in Portugal endlich ganz nach oben. Ich war zufrieden. Ich bin ganz gut ins Wasser gekommen. Es war zwar etwas unruhig, dafür war der Wind nicht stark. Ich hoffe, dass es so bleibt und wir bei diesen doch schwierigen Bedingungen springen. Wir können damit umgehen. Von der Klippe zu springen heißt nach vorne und nach oben zu springen. Eine Herausforderung und ein Abenteuer zugleich. Nach der ersten Runde schaut es für die Head-to-Head-Battles folgendermaßen aus. Gary Hunt gegen Wildcard Kent DeMond. Rookie Jonathan Paredes liegt auf Rang 2. Orlando Duque tritt gegen Newcomer Cohen an. Wie in Kopenhagen springt Schabotenko wieder gegen Kulturi. Und zum Schluss springt der zweifache Saisonsieger Artem Silchenko gegen Wildcard Andy Jones und Blake Aldridge gegen Jorge Fertzoli. Der Brite will auch diesmal wieder aufs Podium. Davor geht es aber noch zur Tea Time mit Blake Aldridge. Sicher ist es ein Klischee, aber ich trinke Tee am Morgen und wenn ich nach einem harten Tag nach Hause komme. Ich finde es spannend, hier zu sein und zu sehen, wie alles entsteht und gemacht wird und dann noch eine Tasse zu versuchen. Wow. Wow. In São Miguel befindet sich Europas einzige Teefabrik. Blake Aldridge bekommt die Gelegenheit, sich ein Bild davon zu machen, wie das Lieblingsgetränk seiner Landsmänner und Frauen hergestellt wird. Aber kann man Klippenspringen mit einer Tasse Teebrühen irgendwie vergleichen?
Ah, you know, making a cup of tea is to relax. Tee kochen ist entspannend, auf der Plattform stehen dagegen nicht. Erst wenn man abspringt und durch die Luft fliegt, entspannt man sich. Aber am Start ist alles sehr stressig und es gehen einem viele schlechte Gedanken durch den Kopf. Da hilft nur eine Tasse Tee danach. But yeah, maybe a tea after the competition. Der 30-jährige Londoner bezeichnet sich selbst als extrem ehrgeizig. In seinem ersten Jahr lernte er gleich den Sprung mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Sein Ziel ist also klar. For me it's about trying to be the Tour Champion. Ich will den Gesamtsieg holen. Vom letzten Jahr weiß ich, dass man nicht Champion wird, wenn man nicht wie ein Champion springt. Und deshalb habe ich, so wie Gary, den 6,3er-Sprung einstudiert. Es geht um alles oder nichts. It's definitely go big or go home. Vorerst geht es allerdings um Runde 2. Jetzt wird von der Plattform gesprungen. Es ist Zeit für die Head-to-Heads, Mann gegen Mann. Wer wird ins Finale weiterkommen und wer dazu verdammt, von unten zuzuschauen? Von der Klippe auf die Plattform. Eine neue Situation, für die Profis aber kein großes Problem. Es ist komplett anders. Zwei unterschiedliche Absprungpositionen und dadurch auch andere Eintauchphasen. Orlando Duque stellt sich rasch um und holt sich den Highscore in Runde 2. Das Wasser ist wirklich unruhig da unten. Man versucht, auf eine gute Welle zu warten. Das Wasser geht rauf und wieder runter, rauf und runter. Es ist einfach eine Pokerpartie. Die Rookies und Wildcard-Springer fühlen sich auf der stabilen Plattform wohler. Die Bedingungen am Wasser sind Herausforderung genug. Es hängt alles vom richtigen Timing heute ab. Ich habe den besten Moment abgewartet. Nach dem Absprung war alles perfekt und kontrolliert in der Luft. Aber als ich dachte, dass ich jetzt das Wasser berühren würde, war da nichts. Das Wasser ist sehr unruhig und die Springer beweisen, dass sie die Besten ihres Sports sind. Alle Sprünge gehen reibungslos über die Bühne. Ich wusste nicht wirklich hundertprozentig, wo das Wasser war, da sich die Wellen so bewegen. In der Luft habe ich 2 oder 3 Wellen gesehen. Es ist etwas schwieriger für uns, aber es passt. Nach Runde 2 muss Gary Hunt die Führung an Orlando Duque abgeben. Der Kolumbianer liegt minimal vor Jonathan Paredes. Es sieht danach aus, als würde diesmal Schabotenko seine Paarung mit Kulturi gewinnen. Und der bisherige Saisonsieger Siljenko liegt auf Position 5. 2 Sprünge sind vollbracht, einer von der Klippe, einer von der Plattform. Vergleichen wir diese beiden Absprungformen. We have a different competition format. Das Wettkampfformat ist hier anders. Die Jungs springen von der Plattform und direkt von den Klippen. Das Springen direkt von den Klippen ist nochmal erheblich schwieriger. Zum einen hat man am Fels eine unebene Standfläche und zum anderen muss man sich weit wegstoßen, damit man sicher an den Klippen vorbeikommt. Gary springt einen dreifach gehechteten Salto von der Plattform. Wenn er abspringt, springt er direkt nach oben und bleibt dicht an der Plattform. Was die Judges mögen und es hilft, den Sprung besser zu kontrollieren. Wenn man sich dagegen Matt Cowan ansieht, der einen zweifach gehechteten Salto direkt von den Klippen zeigt, dann sieht man, dass er sich vorlehnen und seine Beine anwinkeln muss, um sich dann abzustoßen und genug Raum zwischen sich und die Klippen zu bringen. Jetzt kommt das Interessante. Wenn man sich wegstoßen muss, dann verlangsamt das die Rotation. Es wäre sehr schwer, einen Dreifachsalto direkt von den Klippen zu machen. Warum? Durch die Vorlage wird es sehr schwer, die Rotation einzuleiten, aber das ist ja das Schöne an diesem Sport, das Springen von der Plattform und den Klippen. Tag 2 des Bewerbes beginnt noch vor dem Frühstück. Das Wasser ist unruhig und doch kommt ein Zuschauerboot nach dem anderen. An die 1300 begeisterte Menschen klatschen die Springer richtig gehend wach.
Und die wärmen sich unterdessen auf für ihre schwierigen Sprünge mit einem Schwierigkeitsgrad bis 6,3. Jetzt ist Schluss mit Herumgeplänkel. Jetzt zählt nur noch Perfektion. Wir haben bisher einen Russen gesehen, der sich beide Siege in dieser Saison geholt hat. Und wir wissen, dass andere diesen Platz an der Sonne auch gerne hätten. In der Aufwärmrunde verliert der frühere World Series Springer Kent DeMont die Orientierung und bekommt einen harten Schlag auf Brust und Gesicht. Die Rettungscrew ist sofort an Ort und Stelle und kümmert sich um den Amerikaner. Kent hatte ein Bad Landing. Die Landung war jetzt nicht ganz schlecht, aber manchmal ist das ganz einfach grenzwertig. Er war kurz bewusstlos, aber er ist wieder zurück und es geht ihm gut. Er wird von den Ärzten durchgecheckt. Da gehen wir kein Risiko ein. Wenn man einen Schlag wie diesen ein zweites Mal bekommt, dann wäre das wirklich nicht gut. Aufgrund von DeMonts Ausscheiden zieht Gary Hunt automatisch ins Finale, muss seine Sprünge aber trotzdem machen. Diesmal zeigt er seinen Triple Quad bereits in Runde 3, da die Athleten diese Saison auch die optionalen Sprünge alternieren müssen. Eber Pava ist dann der Nächste und bereits voll konzentriert. Aber zunächst Gary Hunt. 3 Salti, 4 Twists in 3 Sekunden. Was für eine Herausforderung. Durchaus sichere Ausführung, aber nicht seine Top-Performance. Die Wertungen von den Judges sind relativ moderat, aber trotzdem wird er mit diesem Sprung ein paar Plätze gut machen können. Gary Hunt, dieser Sprung ist wesentlich schwieriger. Die Plattform ist knapp einen Meter niedriger als beim letzten Stopp. Das bedeutet, dass man beim Absprung viel härter arbeiten muss, um die nötige Rotation zu bekommen. Ein kraftvoller, guter Sprung, dann wird ihm aber der Platz zu knapp. Die Welle senkt sich und es kommt zu einer Überrotation. Es ist sehr schwer, bei diesem Wellengang zu springen. Der Unterschied beträgt 1 bis 2 Meter. Unter diesen Bedingungen eine klasse Leistung. Mir wären höhere Wertungen lieber gewesen, aber es ist wirklich schwer, bei diesen Wellen eine saubere Landung zu zeigen. Ich denke, ich habe mich etwas zu stark gedreht, was dann auch die schlechte Landung verursacht hat. Der Sprung hat jedoch einen hohen Schwierigkeitsgrad, was mir ein paar Punkte einbringen sollte. Ich hoffe nur, dass mein letzter Sprung passen wird. Das nächste Duell, Jonathan Paredes gegen Wildcard Eber Pava. Und eine Differenz von 38,30 Punkten. Der Kolumbianer ist ein früherer World Series Springer und sein Flying Reverse ist legendär. Er hat 2 Jahre keinen Wettkampf mehr bestritten und zeigt jetzt einen Triple Triple. Schon vom Start weg hat dieser Sprung leider nicht gut ausgesehen. Bei der Landung war er nicht ganz aufrecht. Und die Richter bestätigen das, eine Wertung von durchschnittlich nur 5,5. Sein typischer Fehler. Er dreht sich zu früh auf der Plattform. Man sieht, wie er sich bereits im Stehen dreht, anstatt hoch und gerade zu springen und dann die Drehung einzuleiten. Der Kopf hebt sich, alles beginnt sich viel zu früh zu drehen und das wirkt sich auch auf die Landung aus. Aber ich bin stolz auf ihn. Er muss wirklich nervös gewesen sein, diesen Sprung nach 2 oder 3 Jahren wieder zu zeigen. Mein Sprung gerade war nicht wirklich gut, die Landung war etwas überdreht, aber ich denke, es war okay nach 2 Jahren Wettkampfpause. Das ist alles wieder Neuland für mich. Ich bin aber ganz zufrieden, weil ich den Sprung sicher runtergebracht habe. Ich hoffe, dass der nächste Wettkampf besser für mich läuft. Gleich Jonathan Paredes. Der Rookie war im Dänemark schon 4. Dieses Mal will er es aufs Podium schaffen. Kann er dem Druck standhalten? Wir sind zurück auf den Azoren. Eine Inselgruppe mitten im Atlantik ist Austragungsort des 3. Springens der Red Bull Cliff Diving World Series. Für die knapp 1300 Zuschauer auf ihren Booten war es ein ebenso früher Start wie für die Springer. Jetzt steht Jonathan Paredes auf der Plattform. Sein Schwierigkeitsgrad ist nicht sehr hoch, aber er hat bereits gezeigt, dass er seine Sprünge annähernd perfekt ausführen kann. In Kopenhagen wurde er 4. und das gibt ihm natürlich viel Selbstvertrauen für diesen Sprung.
Der 23-Jährige schaut wirklich gut aus in der Luft. Er ist sicher gelandet und schaut jetzt auf seine beachtliche Wertung. So wie auch Couturier und Eldridge. Jonathan zeigt nicht die schwierigsten Sprünge, aber er beweist, was mit einer perfekten Ausführung möglich ist. Sehen wir uns den Absprung an. Einfach perfekt mit dieser Drehbewegung. Auch die Geschwindigkeit ist optimal. Allerdings überrotiert er doch etwas und wie ich vorhin schon sagte, trifft er genau das Wellental. Da hatte er einfach Pech. Es sieht so aus, als ob er perfekt ausgerichtet wäre, aber dann kommt ihm die Welle dazwischen. Also nur etwas Pech, aber dennoch gute Wertungen. Die Judges liebten den ersten Teil des Sprungs. 8 und 8,5. Jonathan, das machst du gut. I feel good. Mir geht's gut, aber ich spüre meinen Rücken etwas. 8 und 8,5 sind wirklich gute Scores. Wir werden sehen, was in der nächsten Runde passiert. Jeder ist etwas nervös wegen der Wellen, aber mal abwarten. Die nächste Paarung lautet Duque gegen Cohen, der Erfahrenste gegen den Neuling. Der Kolumbianer liegt nach den Pflichtsprüngen in Führung und der Abstand beträgt mehr als 40 Punkte, also eine ganz schwierige Aufgabe. Der DD des Engländers ist 5,0 wert. Eine gute Ausführung kann ihm schon mehr als 120 Punkte bringen. Und dieser Versuch hat gut ausgesehen in der Luft, gut gemacht und die Judges sehen das ähnlich. Sie geben ihm 8. Damit kann er auf jeden Fall zufrieden sein. Ich liebe den Style von Matt. Wenn er auf die Plattform geht, bewegt er sich schnell. Er wartet nicht, da er es nicht mag, da lange rumzustehen. Das macht ihn nervös. Sein Absprung war sehr aggressiv, sehr kraftvoll, vielleicht etwas zu schnell. Beim ersten Salto erkennt man, dass seine Füße etwas flach stehen. Man muss schon sicherstellen, dass die Haltung den ganzen Sprung durchpasst. Zum Abschluss zeigt er doch diesen wunderbaren Barani im letzten Teil des Sprungs. Aber er hatte noch etwas zu viel Platz und hat deswegen überrotiert. Aber dennoch eine große Verbesserung. Ein guter Weg, nach vorne zu kommen. Ein echt guter Sprung für mich. Ich bin noch Rookie in dieser Saison und ich lerne noch, was man braucht, um die anderen zu schlagen. Schlagen kann ich sie noch nicht, aber ich lerne, was man dafür machen muss. Ihn zu schlagen ist wahrscheinlich eine der härtesten Aufgaben. Dieser Mann hat alles gesehen, alles ausprobiert und er hört noch immer auf Ratschläge seiner Kollegen. Er liebt Schraubensprünge und der folgende besteht gleich aus 4 plus 2 Salti. Es hat etwas gespritzt, aber das kann natürlich auch nur eine Welle gewesen sein. Aber auch die Judges werten unterschiedlich von 6,5 bis 8. Eine Wertung, mit der der Kolumbianer sicherlich nicht glücklich ist. Orlando hatte bei diesem Sprung wirklich zu kämpfen. Er musste beim Absprung viel aggressiver sein, mit maximaler Kraft springen und genau das hat er getan. Er hatte genug Rotation, vielleicht gegen Ende hin fast zu viel. Man sieht es ziemlich gut, er fällt und am Ende kommen die Beine nach vorne und wenn man dann gerade ist, beginnt man zu überdrehen. Es ist wichtig, die Beine gerade zu lassen und erst dann die Brust hochzuziehen. So findet man die saubere Linie. Das hat er also etwas vermasselt. Bei den nächsten Bewerben muss er sich viel mehr anstrengen, aber er ist immer noch ein Champion. Ich hatte bei den Trainingssprüngen einen Crash und das hatte ich immer noch im Hinterkopf. Ich habe nur versucht, meine Beine gerade ins Wasser zu bekommen. Das habe ich wohl etwas übertrieben und so habe ich etwas überdreht. Ich habe von 6,5 bis 8 Punkte bekommen. Die 7 aber halte ich, das ist okay. Zumindest habe ich keine Prügel mehr bezogen. Das vierte Head-to-Head ist Navratil gegen Labou. Etwas mehr als 15 Punkte Unterschied, das ist für den Amerikaner durchaus machbar. Der 28-Jährige kämpft diese Saison noch etwas mit seiner Form. 8. und 12. bisher, das ist nicht das, was er drauf hat. Im
alten Hafen von Villafranca do Campo nimmt Stephen Lebeau eine kurze Auszeit vom Klippenspringen. Der Sportlehrer hat sich in Wales 2012 seinen ersten Sieg geholt und wurde am Ende Dritter der Gesamtwertung. Er war der Shootingstar des Vorjahres. Mein Erfolg letztes Jahr war sicher eine Überraschung. Etwa zur Hälfte der Saison habe ich dann auch von mir selber mehr erwartet. Und das hat mir doch das Selbstvertrauen gegeben, das mit einer guten Platzierung einhergeht. Dieses Selbstvertrauen hat ihm zu Beginn seiner Karriere noch gefehlt. In seiner ersten Saison 2011 war er sehr unkonstant. Stephen Lebeau hat nach Gründen dafür gesucht und sie gefunden, in seinem Kopf. In der Offseason habe ich sehr viel an meiner mentalen Stärke gearbeitet. Sich einfach hinlegen, den Sprung im Kopf durchmachen und dann auch die Angst etwas spüren. Ich versuche dann, mich zu beruhigen und wenn ich dann auf der Plattform bin, gehe ich einfach diese Beruhigungsroutine durch. Das hält meine Nerven in Schach und hilft mir, etwas klarer zu denken. Körperlich und mental topfit zeigte der Amerikaner in der gesamten Saison 2012 konstante Leistungen. Zum Ende hin sieht er allerdings, dass ihm die Konkurrenz mit höherem Schwierigkeitsgrad davonzieht. Er brauchte unbedingt einen neuen Sprung. Er musste vorankommen. Ich war erfolgreich letztes Jahr, aber da gab es auch Zeiten, wo selbst Zehnerwertungen nicht gereicht hätten, diese Jungs zu schlagen. Speziell beim letzten Stopp im Oman. Aber dann sagt man sich, ich werde mich weiterentwickeln, diesen neuen Sprung lernen und in der Rangliste nach oben springen. 5 Salti vorwärts, ein DD von 6,1. Die Ergebnisse lassen noch etwas auf sich warten, aber... Wenn man sich ansieht, wo das Ganze begonnen hat und wo wir jetzt stehen, da liegen Welten dazwischen. Wir werden uns immer weiterentwickeln. Lebeau will sich und seinen Sport voranbringen. Rückschläge werfen den Mann aus Florida nicht aus der Spur. Und so kommen wir zurück auf die Plattform. 3 Salti, 3 Schrauben und ein DD von 5,6. Ein guter Sprung mit diesem Versuch wird der Amerikaner glücklich sein und den Judges hat er auch gefallen. 3x8 bleiben in der Wertung. Manchmal braucht es einen Schlüsselmoment, um zurückzukommen. War das vielleicht dieser Sprung? Stephen hat explosive Beine. Wie hoch er von der Plattform springt, großartige Drehtechnik, perfekter Abstand zur Plattform. Man kann sehr gut erkennen, wie perfekt seine Technik ist. Als er aus der Hechtposition kommt, muss er nichts mehr tun. Andere Springer müssen hier noch arbeiten. Sie sind viel langsamer und müssen länger in Position bleiben, um die Drehung aufrechtzuerhalten. Leider hatte er am Ende etwas zu viel Platz. Wenn man seine Arme ansieht, erkennt man, wie sie leicht auseinandergehen, was ein Zeichen dafür ist, dass man zu schnell ist. Er will den Sprung stoppen und schafft es, die Arme wieder anzulegen. Zur Erinnerung, wenn man mit den Armen über dem Kopf landet, dann vergeben die Judges maximal 5 Punkte. Er hat seine Sache gut gemacht. Er ist etwas enttäuscht wegen der Arme, aber dennoch ein unglaublicher Versuch so früh am Morgen. Michal Navratil ist der Nächste auf der Plattform. Der Tscheche liegt ein bisschen vor Lebeau, aber er hat eine geringere Dive Difficulty von nur 4,9. Kann er damit vorne bleiben? Das hat sehr kontrolliert ausgesehen. Er ballt die Faust, sobald er aus dem Wasser auftaucht und schaut rüber zu den Richtern. Und ja, er bekommt eine ansprechende Wertung für diesen Sprung. Damit hat er seine Paarung definitiv gewonnen. Eine gute Leistung gegen den Gesamtdritten von 2012. You have it all your night. Man denkt die ganze Nacht über den nächsten Tag nach, weil ein Sprung alles entscheidet. Das ist ziemlich stressig. Ich bin konzentriert geblieben und hab's gepackt. Auf der anderen Seite ein weiterer Rückschlag für den enttäuschten Amerikaner. Einen guten nach 2 mittelmäßigen Sprüngen zu haben, fühlt sich wirklich gut an. Michal war aber einfach zu weit voran und das konnte ich nicht mehr aufholen. Jetzt muss ich auf den Lucky Loser Platz hoffen. Und jetzt kommen wir zur engsten Entscheidung des Bewerbes. 2 gute Freunde kämpfen um einen Platz im Finale. Und David Colturi ist der Erste. 2 Salti rückwärts mit 4 Schrauben, der gleiche Sprung wie Orlando Duque.
Inzwischen macht sich Artem Siltschenko auf dem Weg zur Plattform. Er hat noch ein paar Minuten Zeit. Kulturi steht schon am Ende der Plattform und ist bereit. Wie kommt er mit den Bedingungen jetzt zurecht? Da hat es leider ordentlich gespritzt bei der Landung. Die Wertung der Jury ist etwas geringer als bei Duque für den gleichen Sprung. Schwer zu sagen, ob er damit sein Head-to-Head gewinnen kann. Ich bin immer noch weit daneben und schaffe diese Sprünge einfach nicht. Ich hatte einen guten im Warm-up, aber irgendwas passiert dazwischen. Ich muss rausfinden, was da los ist und konstanter werden. Ich liebe den ersten Teil des Sprungs, aber ich lande immer etwas frontlastig. Daran muss ich arbeiten. Ich weiß, dass ich das hinbekomme. Wildcard Andy Jones hat bisher eine wirklich gute Leistung gezeigt. Er blieb immer ganz nah dran am Mann der Saison, Artem Siltschenko. Wie geht es ihm mit seinem ersten optionalen Sprung? Sein DD ist 5,3. Er hatte ihn im Qualifikationsbewerb für 8 gezeigt. Aber damals waren die Bedingungen wesentlich einfacher. Seine Beine waren am Anfang nicht ganz geschlossen, aber alles in allem hat es sehr sicher ausgesehen. Wertungen um die 7,5, also das ist in Ordnung. Steven Lebeau hat somit seine Lucky Loser Position an seinen Landsmann verloren. Eine Riesenenttäuschung für ihn. Sweet. That's great. Das ist großartig. Darauf habe ich wirklich gehofft. Ich wusste, ich habe einen richtig guten Versuch hinbekommen. Nicht ganz so, wie ich wollte, aber im Großen und Ganzen super. I didn't hit that dive the way I wanted to, but I still got up and down. And awesome. Jetzt ist der Mann der Stunde an der Reihe. Artem Siltschenko. Er will immer gewinnen. Zwei Stops, zwei Siege. Ein herausragender Start in die Saison für den Russen. Der Weg nach oben war aber nicht immer einfach. Trotz zweier Crashes im Vorjahr hält er weiterhin an seinem Motto fest. Ohne Schmerzen kein Sieg. If you dive every time it's good, you don't. Wenn man immer gut springt, vergisst man, aus welcher Höhe man eigentlich springt und was passiert, wenn man einen Fehler macht. Nun weiß ich's wieder und habe wieder mehr Respekt vor dem Sport und der Höhe. Much more respect. Our sport and this high. Die Saison 2012 hat Siltschenko als Gesamtvierter beendet. Enttäuschung und Grund genug, an seinem Handstandsprung weiterzuarbeiten. Mit einem DD von 6,1 seine größte Waffe. Zwei aufeinanderfolgende Siege und eine Allzeithöchstmarke in Dänemark waren die Belohnung. Ich habe den ganzen Winter an meinem Handstand gearbeitet. Ich habe sicher tausende Lead-Ups vom 10-Meter-Brett gemacht. Ich habe mich mental wirklich gut vorbereitet und bin bereit, es mit diesen Jungs aufzunehmen. Siltschenko hat die Spitze erreicht und ist ein absolut ernstzunehmender Titelanwärter. Nie zeigt der Russe Schwächen oder zu viel Emotion, nicht einmal in schwierigen Situationen. In meinem Land zeigen wir Schmerzen vielleicht nicht so. If I feel so pain, I can. Wenn ich große Schmerzen habe, dann gehe ich wohin, wo ich alleine bin. Dann kann ich schreien und weinen, aber nicht hier, nicht vor all den anderen. Not for everyone. . 2013 soll sein Jahr werden. Das Ziel, der World Series Titel. Mit einem Triple-Triple beginnt er die Runden mit den optionalen Sprüngen. Er ist Fünfter nach der zweiten Runde. Wie viele Plätze kann er jetzt gut machen? Ein guter Sprung, damit sollte er ein paar gute Punkte von der Jury bekommen. 8 und 8,5, zweithöchste Wertung in dieser Runde.
Und jetzt das letzte Head-to-Head. Wildcard Fertzuli gegen Podium-Finisher Aldridge. Er war bei Olympia im Finale und versucht jetzt seinen 6,3-Sprung. In Boston letztes Jahr hat er diesen Handstandsprung zum ersten Mal gemacht und zuletzt in Dänemark. Wie wird er ihm dieses Mal gelingen? Er hat bisher noch nicht die perfekte Ausführung für diesen Sprung gefunden. Er hat bei der Landung offensichtlich überrotiert und beträchtlich gespritzt. Die Judges müssen dafür einiges abziehen und der hohe Schwierigkeitsgrad hat sich nicht ganz bezahlt gemacht. Hut ab für Blake Aldridge, dass er diesen Sprung zeigt. Es ist einer der schwersten Sprünge, die gezeigt werden. Gary Hunt zeigt auch einen Sprung mit einem ähnlichen Schwierigkeitsgrad von 6,3. Ein beeindruckender Handstand, super stabil auf der Plattform. Beim Absprung ist die Technik makellos. Aber was wirklich wichtig ist bei einer Drehung ist, dass man sie auch wieder stoppt. Aber wie macht man das? Man dreht sich, streckt die Arme ab und stoppt. Dann blickt man aufs Wasser, leitet die Drehung ein und das ist dann ein sogenannter Barani. Was er gemacht hat, ist ganz gerade aus der Drehung zu kommen. Die Arme angelegt, ins nächste Manöver zu gehen. Damit stoppt man keine Drehung. Dafür müssen die Judges Punkte abziehen. Trotzdem ein klasse Versuch. Um Sprünge aus dieser Höhe wieder und wieder zu überstehen, muss man fit sein. Und selbst bei unserem Fitnesslevel verletzen wir uns. Das Eintauchen ins Wasser ist einfach so hart, da muss man trainiert sein. Wer hat's geschafft und wer nicht? Die Finalrunde bestreiten die 7 Gewinner der Head-to-Heads und ein Lucky Loser. Gary Hunt liegt wieder voran, Jonathan Paredes auf 3, dicht gefolgt von Orlando Duque. Dann Michael Navratil und als große Überraschung Wildcard Andy Jones als Lucky Loser auf 6. Artem Silchenko hat den Abstand zur Spitze verringert und liegt auf Rang 2. Diese Jungs sind top und fit. In Form zu sein ist wirklich wichtig. Man kann nicht mal an der Kante stehen, wenn man körperlich nicht vorbereitet ist. Man braucht genug Kraft, um die Saltos und Drehungen einzuleiten. Die Judges sehen sich den Anfang des Sprungs an, also muss man kraftvoll genug sein, um einen guten Sprung einzuleiten und das Eintauchen zu überstehen. Die Beine dürfen nicht auseinandergerissen werden oder man riskiert eine Verletzung. Beine und Rumpf sind am wichtigsten. Auf die richtige Mischung zwischen Training und Regeneration kommt es an. Manchmal ist es besser, einen Sprung weniger zu machen, um dann besser ausgeruht für die nächsten zu sein. Sie müssen sehr viel trainieren, die Aufwärmsprünge und die Trainingssprünge. Manchmal ist also Dehnen effizienter, als einfach nur zu trainieren. Bauch und Beine, ich würde sagen, das sind die Bereiche, die ich am meisten trainiere. Aber man braucht einen generell kräftigen Körper, um mit den Positionen in der Luft zurechtzukommen und sich in sehr kompakte Position zu begeben. Man kann nicht irgendwen von der Straße nehmen und sagen, du bist mutig genug, lass uns Klippen springen gehen, weil der Körper das einfach nicht aushalten würde. Es fehlt das Training, die Geschwindigkeit, die Beweglichkeit, die Ausführung und die Anpassung der Muskeln und Knochen. Als ich noch jünger war, wollte ich so viele Sprünge wie möglich lernen und du versuchst dich so rasch wie möglich zu verbessern. Nun ist es ein konstantes Abwägen, was mein Körper aushalten kann und was ich machen muss. Jeder muss sein eigenes Level finden, bei dem er sich wohlfühlt. Level of what they're happy with.
Auch wenn wir in unserem Sport nur 3 Sekunden in der Luft sind, ist es ziemlich wichtig, körperlich in Form zu sein. Es ist ja nicht so, dass wir einfach auftauchen und runterspringen. Da läuft eine ganze Menge im Hintergrund ab. Das ist gar nicht so einfach. Je besser man in Form ist, umso besser wird die Landung. Und gleich sehen wir das große Finale. Kann Artem Siltschenko zum 3. Mal in Folge gewinnen? Der Russe mit einem der schwierigsten Sprünge im Klippenspringen. Was für eine Woche für die Cliffdiver. Direkt von Dänemark ging es auf die Azoren. Dann heftige Wellen, die die Athleten zum Training im Pool zwingen. Und schließlich noch die sehr frühe Wettkampfzeit. Und wir sind im Finale. Der Amerikaner David Colturi ist der Erste auf der Plattform. Er hat es wieder geschafft, Anatoly Shabutenko auszustechen. Und jetzt steht für ihn der Handstand auf dem Programm. Jedes Mal aufs Neue ein furchteinflößendes Manöver in dieser Höhe. Da hat es beim Eintauchen ordentlich gespritzt. Colturi ist mit seiner Leistung nicht zufrieden, aber zumindest sicher gelandet. Er schaut in Richtung Judges und die zeigen ihm Wertungen von 6 und 7. Sehr durchschnittlich, aber das ist mehr oder weniger das, was der 24-Jährige diese Saison bisher immer gezeigt hat. Es war okay, wieder mal knapp daneben. Ich bekomme die Landungen noch immer nicht so hin, wie ich gerne möchte. Aber keiner meiner Sprünge war schlechter als 6 und nicht besser als 8. Also muss ich nicht enttäuscht sein, kann aber auch nicht zufrieden sein. In der Luft bin ich ziemlich gut. Ich muss nur die Landung in den Griff bekommen. Aber das wird mit der Erfahrung kommen. Ich sage mir einfach, dass ich dranbleiben muss. Meine Zeit wird kommen. Jetzt ist Blake Aldridge an der Reihe. 7. nach der 3. Runde. Kann ihn sein Triple-Triple weiter nach vorne bringen? Wir haben diesen Sprung heute schon mehrmals gesehen, aber das war wahrscheinlich der schwächste Versuch bisher. Schade für den ehrgeizigen Briten. Mit dieser Wertung bleibt er zwar vor Colturi, aber wird er keine Plätze mehr gut machen können. Blake Aldridge, ein weiteres Beispiel, wie man Drehungen macht. Großartige Technik. Sieht auf der Plattform sehr solide aus. Guter Absprung, die Arme kommen hoch, der Speed der Drehung ist perfekt. Das Ganze wirkt flüssig und spielerisch. So soll ein Sprung aussehen. Die Hechtposition ist sehr sauber, die Beine ganz an der Brust. Nur beim Eintauchen wird es etwas knapp mit der Vertikalen. Er braucht auch noch etwas Erfahrung, dann findet er auch die aufrechte Haltung und bekommt die cleane Landung hin. Michael Navratil ist ein Mann großer Emotionen. Er braucht den Applaus der Zuschauer, besonders für seinen Handstandsprung. Wie wird er den heute hinunterbringen? Da wurde er jetzt fast vom Wasser weggeschwemmt. Es ist wahrscheinlich nicht einfach, heute das richtige Timing für den Absprung zu finden. Von den Judges bekommt er 6,0 und 6,5. Das sind weniger als 100 Punkte für diesen Sprung. Michael ist ein sehr starker Springer und er braucht sehr viel Arm- und Körperkraft, um sich aus dem Handstand zu drücken. Er hat ein, zwei Dinge in den letzten Jahren gelernt und beherrscht dieses nette kleine Ding, das man Pop nennt. Er drückt sich mit den Armen hoch von der Plattform und drückt sich dann ab. Das gibt ihnen mehr an Kontrolle, aber unglücklicherweise war er dann etwas castet, wie wir sagen. Das passiert beim Drehen manchmal. Als er aus der Drehung heraus in den Barani kommt, landet er etwas seitlich auf dem Wasser und da spritzt es natürlich ganz ordentlich, was ihm Punkteabzüge bringt. So ist das mit der Mechanik des Drehens beim Springen. Ich habe mich nur auf meinen Front-Twist fürs Semifinale konzentriert und gehofft, mit dem Handstand im Finale zu punkten. Aber ohne Training geht das nicht gut genug.
Jonathan Paredes Idol ist als nächster an der Reihe. Orlando Duque hat diesem Sport über viele Jahre ein Gesicht gegeben und hat sich nach einer Verletzung im Vorjahr zurückgekämpft. Vierter in Frankreich, dritter in Dänemark. Was kommt als nächstes? Sein Sprung ist ein dreifacher Salto mit drei Schrauben in gehockter Position. Das ist der höchste Schwierigkeitsgrad, den Duque hat. Ein super kontrolliert aussehender Sprung in der Luft und bei der Landung. Es hat kaum gespritzt, ein wirklich guter Versuch. Von den Judges bekommt er 8 und 8,5. Damit übernimmt er in dieser Runde die Führung. Orlando war hier unter Druck. Sehen wir uns den Absprung an, der gerade etwas zu langsam ist und damit auch die Rotation, was wiederum den Twist verlangsamt. Er muss sehr hart arbeiten, aber das kann er am besten. Er ist komplett gehechtet und wirft seine Brust im letzten Moment nach oben, was zu einem der besten Entries bisher führt. Nicht ganz vertikal, aber er ist einfach verschwunden und das boostet die Punkte. Er ist in einer guten Position für den Moment. Der war gut, ich habe ihn nicht trainiert, weil ich in meinem Übungssprung einen Schlag abbekommen habe und kein Risiko eingehen wollte. Aber ich habe diesen Sprung schon so oft gemacht, dass ich mir sicher war, dass er hinhaut. In der Luft war es ganz gut. Ich glaube, ich habe die Beine leicht geöffnet, aber am Ende war es okay. Manchmal fühlt man sich im Wasser gut, weiß es aber erst, wenn man die Punkte sieht. Ich kam hoch, sah die Punkte der Judges, die mir 8 und 8,5 gaben, also ein ziemlich guter Sprung. Ich bin zufrieden. Ich wollte einfach keine Schläge mehr bekommen. Ein paar Rituale, bevor es auf die Plattform geht. Der jüngste Mann in der World Series ist drauf und dran, einen Podiumsplatz zu holen. Einzig Artem Siltschenko, der Dominator der bisherigen Saison, und auch Gary Hunt, dreimaliger Sieger der Series, sind noch vor ihm. Die anderen beobachten ihn ganz genau. Und das ist erst sein dritter Wettkampf in der Series. Sind seine Nerven stark genug, um diesem Stress standzuhalten? Naja, vielleicht war er mit allem etwas spät dran, aber der junge Mann hat mit Sicherheit an Vertrauen gewonnen nach dem tollen Start in sein Rookie-Jahr. Well, Jonathan Paredes, sometimes you can have mind games. Cliff Diving ist auch ein Mindgame. Du blickst runter und denkst dir, oh Gott, ist das hoch. Und dann denkt man, oh, ich muss langsamer werden, obwohl man schon viel zu langsam ist, wie hier schon am Absprung. Was die Geschwindigkeit massiv beeinflusst, sind die Arme. Man bemerkt, dass er die Arme nicht über die Ohren hebt und am Ende hat er keinen Platz mehr. Das ist einfach nichts mehr. Er versucht noch, in die Vertikale zu kommen, aber da ist kein Platz mehr. Aber er ist dafür sehr konstant. Er ist in beeindruckender Form und hat großes Potenzial für die Zukunft. Ich hoffe, in Zukunft kann er noch mehr Salti und Twists zeigen. Es war ein enger Kampf zwischen diesen beiden in Kopenhagen und sie waren auch diesmal alle vier Runden knapp beieinander. Ich habe am Schluss bemerkt, dass es eng wird. Aber so ist das nun mal. Es sind einfach zu viele Wellen und ich war zu nervös auf der Plattform. Aber jetzt sind wir fertig und ich will nur noch nach Hause. Aber dieser Mann will sich noch einen weiteren Sieg holen, bevor er nach mehr als einem Monat wieder zu Frau und Tochter nach Hause fliegt. Artem Siltschenko ist stark, mental ebenso wie physisch. Und wenn sein Blind Entry gut geht, dann ist er unschlagbar. Gary Hunt kann nicht einmal hinsehen. Etwas schräg gelandet, das war nicht jene eindrucksvolle Darbietung, für die er letzte Woche viermal die 10 bekommen hat. Und er weiß natürlich bereits, dass Gary Hunt jetzt alle Trümpfe in der Hand hat. Aber seine Zuschauer, die lieben, was ihnen hier geboten. Man muss Artem die Tapferkeitsmedaille verleihen für diesen Sprung. Er ist so gefährlich, dass er ihn nicht einmal trainiert. Wunderschöner Handstand mit stabiler Körperlinie. Ich bin mit den anderen Springern dagestanden und man konnte sehen, dass er etwas zu langsam war.
Als er mit der Drehung fertig war, hatte er keinen Platz mehr. Vielleicht hätte er seine Beine schneller durchstrecken können, aber dabei riskiert man zu überdrehen und auf der Brust zu landen. Bemerkenswerte Leistung und ein sehr, sehr mutiger Mann. Und jetzt der letzte Sprung des Tages. Go, Gary! Einmal mehr obliegt diese Ehre Gary Hunt. Jeder ist bereit, die Judges, der Sportdirektor und der Athlet. Alle anderen schauen zu. 4 Salti, 1,5 Twists, ein DD von 5,6. Er liebt diesen Sprung. Und dass er ihn liebt, das konnte man absolut sehen. Alles 9 und das ergibt die Tageshöchstwertung. 151,20 Punkte und gesamt 481,05. Das war ganz klar der Siegessprung. Ich habe es noch gar nicht realisiert. Ich habe viel trainiert, aber es war so hart diese Saison. Ich weiß nicht wirklich, wie der Wettkampf verlaufen ist, weil ich nichts gesehen habe. Ich habe versucht, ruhig zu bleiben, gute Sprünge zu bringen und es hat gereicht. Unglaublich. Ein großartiger Wettkampf um diese frühe Uhrzeit. Es ist noch nicht einmal 10 Uhr in der Früh und wir haben bereits einen Gewinner. Gary Hunt ist zurück auf dem obersten Treppchen. Orlando Duque auf 2 und Jonathan Paredes ist the new kid on the rock, das neue Gesicht am Podest. Er schlägt Artem Silchenko. Michael Navratil ist dicht gefolgt von Wildcard-Springer Andy Jones. Aldridge und Kulturi haben die 400-Punkte-Marke nicht ganz erreicht. Und was für ein Strahlen, ein dritter Platz in seinem dritten Wettkampf, ein neues Gesicht auf dem Podium, neben zwei sehr bekannten Namen. Gary Hunt hat seine persönliche Mission erfüllt und sich die Führung von Artem Silchenko zurückgeholt. Der Kolumbianer liegt auf Rang 3 und Rookie Paredes folgt dahinter. Navratil und Aldridge dann ganz eng beieinander und die Amerikaner Kulturi und Lobo auf 7 und 8. Noch ist alles offen. Von den Azoren mitten im Atlantik zieht die World Series weiter und ist in 2 Wochen zu Gast in Italien am Gardasee.